Hey, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sean und damit willkommen zu einem weiteren Update zu Planet Zoo. Denn es wurde nicht nur ein weiteres Tier enthüllt und zwei weitere angeteasert, sondern es gibt auch Neuigkeiten zur Beta. Wie ihr seht, gibt es einiges zu besprechen. Also, los geht's! Oh Mann, den dummen Witz konnte ich mir jetzt wirklich nicht verkneifen. Egal, denn selbst wenn ihr den Reveal-Tweet nicht gesehen habt, könnt ihr euch spätestens jetzt wahrscheinlich schon denken, dass es sich bei dem gestern enthüllten neuen Tier für Planet Zoo natürlich um eine Schlange handelt. Genauer gesagt handelt es sich um eine Abgottschlange, auch Königsschlangen genannt. Wenn euch der Name jetzt rein gar nicht sagt, keine Sorge, mir ging's auch nicht besser. Aber spätestens beim wissenschaftlichen Namen Boa Constrictor werden genau wie bei mir einige Glocken klingeln. Bei der Abgottschlange handelt es sich, wie der lateinische Name Constrictor für Zusammenzieher oder Zusammenschnürer schon sagt, um eine Würgeschlange der Gattung Boa, dessen Lebensraum sich von Mexiko über Gesamtzentralamerika bis nach Argentinien erstreckt, wobei sich die Art Boa Constrictor durch eine große Anzahl an Unterarten mit unterschiedlichen Erscheinungsbildern auszeichnet. So unterscheiden sich diese nicht nur durch ihre Farben, die von weiß, rot, braun bis hin zu fast schwarz reichen können, sondern auch durch ihre Größe. Hier bildet die Boa C. Imperator mit 1 Meter Längen das untere Ende und die Boa C. Constrictor mit 3 Metern das obere Ende des Spektrums ab. Trotz aller Unterschiede haben aber alle Boa dunkel umrandete, jedoch je nach Unterart in der Form variierende Sattelflecken, wie man sie auf der von Frontier als Teaser veröffentlichten Hauttextur wunderschön erkennen kann. Eine weitere Besonderheit der Boa Constrictor ist die Fähigkeit, ihre Farbe je nach Temperatur aufzuhellen bzw. abzudunkeln und so durch Sonneneinstrahlung um mehrere Farbtöne heller zu erscheinen. Trotzdem ist die Abgottschlange eher nachtaktiv und versteckt sich tagsüber in Höhlen und anderen Unterschlüpfen, wobei Jungtiere sich vornehmlich im Geäst von Bäumen aufhalten, mit zunehmendem Alter und Gewicht aber zu einer bodenbewohnenden Lebensweise übergehen. Generell zeigt die Boa Constrictor aber nur wenig Bewegungsdrang, was ihrer Haltung in Terrarien zugutekommt. Apropos Terrarien, ich bin schon gespannt, ob die Fütterung von Terrarienbewohnern ähnlich detailliert funktionieren wird wie die der anderen Tiere. Sprich, Pfleger sehen nach dem Rechten, bereiten dann Essen zu und bringen es dann zu den Futterstellen. Im Fall der Boa, die Lebendfutter bevorzugt, wäre das sicherlich spannend zu sehen. Aber hier müssen wir wohl noch etwas warten, bis wir mehr erfahren. Genauso bleibt die Frage, ob es Terrarien nur in einer oder in verschiedenen Größen geben wird, weiterhin unbeantwortet. Mit der Boa Constrictor haben wir nach dem kleinen Antillen-Leguan und der bisher nur namentlich bekannten brasilianischen Wanderspinne auf jeden Fall den dritten Terrarienbewohner für Planet Zoo. Wobei letztere definitiv von kleineren und vor allen Dingen auf Augenhöhe der Besucher angesiedelten Terrarien sicherlich profitieren würde. Genauso wie kleinere Schlangen, Eidechsen und mehr. Hast du noch Wünsche für weitere Terrarientiere? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Bevor wir hier gleich aber zu den Beta-News kommen, möchte ich hier noch schnell über ein GIF oder wie der Erfinder aus unerfindlichen Gründen selber behauptet, das heißt GIF, egal. Ich möchte zu einem GIF kommen, das Frontier letzte Woche schon auf ihrem Twitter-Kanal gepostet hat und mehrere Tierfelle bzw. heute zeigt. Unter vielen alten Bekannten wie Elefant, Giraffe, Löwe und Flusspferd und mehr befinden sich unter anderem aber auch zwei, die wir so noch nicht gesehen haben. Da wäre zum einen ein Bild eines Schuppenpanzers, der aber nicht zum bereits gezeigten Salzwasserkrokodil zu passen scheint, wie ihr hier auch nochmal schön in der Gegenüberstellung sehen könnt. Schnell wurde in der Community gemunkelt, ob es sich hierbei nicht um einen Ganges-Gavial handeln könnte. Und zugegeben, eine gewisse Ähnlichkeit des Schuppenpatterns ist nicht von der Hand zu weisen. Aber auch sonst würde der Ganges-Gavial als zweites Krokodil relativ gut ins Spiel passen, da er zum einen nicht nur als einziger heute noch lebender Vertreter der Gattung Gavialis ist und als stark bedroht gilt, sondern sich zum anderen vorwiegend von Fischen ernährt und stark von Wasser als Lebensraum abhängig ist und damit ein weiterer Kandidat für bei den Besuchern beliebte Unterwassergalerien wäre. Die zweite im GIF zu sehende Tierhaut oder in diesem Fall vielleicht besser gesagt das zu sehende Fell
scheint sogar noch eindeutiger der Tüpfelhyäne, aber auch Fleckenhyäne genannt, zuzuordnen zu sein, die weite Teile Afrikas besiedelt und sich vorwiegend von größeren, selbstgerissenen Wirbeltieren ernährt. Passend dazu gab es im letzten Frontier Extra Livestream eine Aussage von Community Manager Will, die so wahrscheinlich nicht ganz beabsichtigt war. Zumindest deutet darauf Bos Gesichtsausdruck hin, auch wenn sie den gekonnt überspielt hat. Aber seht selber. So obviously this is the African wild dog, which I'm a big fan of. I also like hyenas, but these are the African wild dogs. Mm. Bestätigt sind natürlich weder die Hyäne noch der Ganges-Gavial. Wir wissen aber inzwischen sicherlich alle, wie gerne Frontier Neuigkeiten teasert, wie wir ja gestern erst mit der Haut bzw. der Schuppentextur der Boar erst wieder gesehen haben. Also vielleicht ist eine Bestätigung nur eine Frage der Zeit. Was meinst du? Kommen wir nun aber endlich zu den Beta-News und die schlechte Nachricht gleich vorweg. Nein, es gibt immer noch keinen Termin für die Beta. Trotzdem können wir dank einer Aussage von Bo auf Twitter jetzt mit Gewissheit sagen, dass es auf der Gamescom neue Informationen geben wird und die Beta wahrscheinlich auch endlich einen Termin kriegen wird. Das heißt im Umkehrschluss aber leider auch, dass die Beta bis zur Gamescom Ende August nicht erscheinen wird und dass wir die nächsten 4-5 Wochen ganz entspannt in den Urlaub fahren können, ohne Angst haben zu müssen, die Beta zu verpassen. Und das sind zumindest für einige von euch bestimmt gute Neuigkeiten. Zum Abschluss sei hier nochmal gesagt, dass ich natürlich auch auf der Gamescom sein werde und die Möglichkeit haben werde, Planet Zoo zu spielen. Alle neuen Erkenntnisse und tonnenweise neues Footage wird es dann natürlich hier geben und noch schneller auf meinem Discord-Server. Falls du also noch nicht auf meinem Discord bist, einen Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und bis dahin gilt wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du noch mehr News und Updates zu Planet Zoo und anderen Strategie- und Aufbaustrategie spielen willst, abonniere den Kanal, aktiviere die Notifications, sodass du in Zukunft kein Video mehr verpasst. Ich bin Sean, du findest mich auf Twitter unter @SeanMcBeard. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bye.